Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Let's Play. Es ist nicht direkt ein Let's Play, sondern vielmehr wieder so ein Zwischending wie Monstrum. Habe ich ja, glaube ich, im Infovideo zu Weihnachten schon einmal angekündigt, dass dieses Spiel hier auch einmal kommen wird. Es handelt sich um mein momentaniges Lieblingsspiel, muss ich sagen. Ich habe das ein bisschen zu sehr durchgesucht, wo die freie Zeit eben verblieben ist. Es handelt sich um Dead by Daylight. Wenn die meisten wahrscheinlich sowieso kennen, spiele ich sehr gerne. Ist eigentlich so ein, ja, es geht in die Richtung Horror, Online-Überlebenden-Spiel, sag ich mal. Man ist hier vier Überlebende und man muss halt gegen einen Killer überleben, Generatoren reparieren und flüchten. Und die anderen drei Überlebenden sind echte Spieler, genauso wie der Killer, also keine KIs, das ist hier alles online versus und hast du nicht gesehen. Und ich finde, ich mag das Spiel. Ich mag es sehr gerne. Und ich hatte ja eigentlich vor, damals, als ich mir das gekauft habe, ich glaube im Oktober war es, hatte ich eigentlich vor, das generell als so eine Art Let's Play aufzunehmen, so ein bisschen. Da ich aber damals so keine Ahnung hatte, wie man mit OBS aufnimmt, und das habe ich erst später dann gecheckt, wie das geht, kam das dann eben doch nicht, weil ich habe das Spiel dann einfach angefangen zu spielen und dann, ja, dann habe ich es eben gespielt. Und zwar richtig, wenn ich ein Spiel spiele, dann spiele ich es. Ja, und dann, naja, dann habe ich mir gedacht, so, na gut, ein Let's Play kann ich in dem Sinne auch nicht aufnehmen, weil es ist jetzt auch keine Story dahinter, so in dem Sinne. Aber ich finde es mal so für zwischendurch vielleicht mal ganz nett. Man kann ein bisschen was quatschen, man kann ein bisschen was reden. Wenn ich sogar Leute hätte, die das Spiel auch haben, könnte man das auch zusammen aufnehmen. Es macht sehr viel Spaß, das zusammen zu spielen. Ich habe sehr viele nette Leute über dieses Spiel kennengelernt mittlerweile, und aber ich finde einfach so für zwischendurch ist es mal was ganz Nettes. Kann man ja noch mal ein bisschen quatschen, wenn man das vielleicht sieht. Ja, ich habe ja schon ein bisschen her jetzt Sommer aufgenommen, heute auch noch. Jetzt komme ich noch ein bisschen zu Dead by Daylight hier gerade aufzunehmen und zu spielen. Natürlich geht ja Hand in Hand bei mir, spielen und aufnehmen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was sonst noch so anfällt an Aufnahmen. Ich meine, gut, meine Sommeraufnahmen, die werden jetzt gerade mal für... Oh, und ich werde angeschrieben. Ganz schlechte Idee. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gesehen. Na, wie sagt man? Sommeraufnahme reicht jetzt quasi mal für zwei Folgen und das war's dann. Da muss ich dann auch wieder weiter aufnehmen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Jetzt einfach mal hier zwischendurch. Und man sieht schon hier Generatoren. Muss man reparieren. Wir hören den Killer schon. Es ist mein Lieblingskiller, die Nurse. Ja, es gibt verschiedene Überlebende hier natürlich, die man spielen kann. Und das, da ist jetzt der Unterschied nicht so krass, sag ich mal, wie bei den Killern, bei den verschiedenen, die man spielen kann. Überlebenden. Man sieht hier unten rechts schon diese vier Rauten. Das sind Perks. Also diese Fähigkeiten, die man sich freischalten kann. Und ja, da hat zwar jeder Charakter so seine eigenen, so ein bisschen, sage ich. Aber ja, man kann die auch die anderen lernen lassen. Geht beim Killer natürlich genauso, die Perks, die man hat, aber die verschiedenen Killer haben auch verschiedene Waffen und so ihre Spezialfähigkeit. Die hat dann wirklich nur der eine Killer. Und diese Dame hier, die wir im Hintergrund kreischen hören, die Krankenschwester, die kann sich teleportieren. Kann gut sein oder nicht. Wenn die Spieler damit sehr gut umgehen können, dann ist es echt eine Plage. Wenn nicht, dann kann man dem eigentlich relativ leicht ausweichen. Bisher haben wir sie jetzt noch nicht gesehen oder gehört. Mal gucken, ob das auch weiterhin so bleibt. Und jetzt einfach hier den nächsten Generator reparieren. Wir müssen fünf Generatoren reparieren, wenn wir zu viert sind, damit wir entkommen dürfen. Und wenn dann ein Überlebender immer verschwindet, dann muss man halt einen Generator weniger machen. Also, ups, bei drei Leuten muss man vier Generatoren machen, bei zwei dann drei und bei einem dann zwei. Man muss immer einen Generator mehr machen, als man Leute ist. So. Und hier wurde gerade jemand angeschlagen. Also man kann zweimal dann eben angeschlagen werden oder einmal unter gewissen Umständen. Und ja, man ist dann aber nicht instant tot. Die liegt jetzt eben und der Killer wird sie jetzt eben aufheben.
Und an diesen Haken da hinten, was wir da gerade vorne sehen, wird sie die eben hinhängen jetzt. Und wir haben eben gewisse Zeit, die runterzuholen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, hat man nicht gesehen. Die ist jetzt auch wieder freigekommen durch einen Perk. Es gibt hier ganz verschiedene Sachen. Also das ist echt sehr vielfältig. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht zu mir gerannt. Aber so bisher hält sie die ja ganz gut auf Trab, die Nurse, unsere Freundin hier, unsere Mitstreiterin. Und ich versag hier, man muss hier mal diese Skillchecks machen und... Die können schon echt kotzig sein. Und dann kann es dir eben passieren, dass du so einen blinden Killer hast. Und dann kann es dir passieren, dass du angeschlagen wirst. Ah, Gott! Bist du denn blöd? Der Junge rennt in mich rein. Sag mal, ich glaube, es geht los. So. Das meine ich eben mit angeschlagen werden. Wir wurden jetzt auch angeschlagen. Sehr schön. Aber wir sind halt jetzt eben noch nicht sofort tot. Wir können jetzt noch weiterlaufen. Jetzt auch natürlich gerade Glück gehabt, dass sie den jungen Mann da gesehen hat. Das kann man jetzt als Glück bezeichnen oder nicht. Man muss echt zusammenarbeiten in dem Spiel, sonst hat man keine Chance. Es ist so. Und naja, jetzt muss ich halt jemanden mal kurz finden, der mich heilen kann am besten. Weil ich habe leider kein Medikit dabei. Oh nein, der Arme. Oh Gott, ihn muss ich auf jeden Fall runterholen. Okay, hier hinten höre ich irgendwo einen Generator. Vielleicht ist da jemand, der mich heilen kann? Nein. Leider nicht. Ach verdammt. Problem ist halt, wir können ihn jetzt vom Haken holen, aber es ist halt jetzt gerade ziemlich gefährlich für uns, weil wir... verletzt sind und er wurde schon runtergeholt. Na gut, okay, die sind auch noch alle... Nein, nein, jedoch nicht. Oh Gott. Ich muss mich heilen, das ist echt... Oh nein, und er hat disconnected. Willst du mich verarschen? So, und jetzt geht eben dieses... Diese ganze nervige Kacke hier eigentlich los mit Mitstreitern und hast du nicht gesehen und... Das macht echt keinen Spaß, Leute. Irgendwo ab so einem gewissen Punkt ist es echt nicht lustig. Wir müssen immer noch jemanden finden, der uns heilen kann. Oder wir finden jetzt hier ein Medikit. Man kann auch Medikits finden und Karten eben. Taschenlampen gibt es auch noch und Werkzeugkisten. Ich hoffe, wir finden jetzt ein Medikit, damit wir uns schnell mal selbst heilen können. Ja, sehr gut. Und es ist ein braunes. Scheiße, das wird gerade nicht reichen wahrscheinlich, oder? Nein, ich frage mich, warum es die überhaupt gibt. Die sind so nutzlos, die Teile. Oh Gott, jetzt müssen wir echt noch jemand anderen finden, der uns heilen kann. Weil so sieht das gerade nicht gut aus, Freunde. Das ist gerade nicht so, wie es sein sollte. So, versuchen wir mal hier weiter zu überleben. Ist da unten ein Keller? Es gibt nämlich so einen... Jawohl, es gibt so einen gewissen Keller... Da gibt's Haken. Sehr gefährlich, dieses Ding hier. Aber ich denke mal, das Spiel kennt man ja mittlerweile auch schon so ein bisschen, kann ich mir vorstellen. Aber... Na toll, eine Toolbox. Toll, und ich kann ihr halt jetzt eben nicht helfen, wirklich, weil ich eben selbst angeschlagen bin. Das ist gerade echt ein Problem. Ich bräuchte echt mal ein Heal noch. Also nur kurz angestupst werden eigentlich so ein bisschen. Oh, oh, oh! Hallo! Oh Gott. Die hat jetzt total mitgedacht, die Alte. Also eigentlich gar nicht. Und genau das meine ich damit. Mitspieler, die hat gerade überhaupt nicht mitgedacht. Die hätte mich jetzt erst heilen können und dann den Generator anschmeißen können.
Und nein, sie hat natürlich nicht mitgedacht. Ich hoffe, sie holt jetzt die andere wenigstens noch vom Haken. Wir können uns jetzt hier versuchen, frei zu regeln. Ich habe leider meinen Perk verpasst, mit dem ich mich auch noch hätte befreien können. Und da ist leider ein Haken. Hat Zack gerade an meiner Tür geklingelt? Dann bin ich da. Jetzt haben wir halt eben ein Problem. Die Dame hat es, ja, das ist eben dieses, man muss in dem Spiel leider auch ein bisschen taktisch spielen, was manche Leute nicht so ganz verstehen wollen, dass man in dem Spiel auch ein bisschen taktisch spielen muss und ein bisschen nachdenken muss. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Und der Killer bekämpft uns gerade so ein bisschen und campen ist echt scheiße, muss ich mal sagen. So, Dana. Sie holt uns gerade runter. Wir rennen mal einfach weiter. Und sie ist direkt hinter uns. Natürlich doch. Du mich auch. Hab mich doch gern. Du blöde olle Nurse, du. Also, sie ist es vielleicht. Sie ist echt nicht die Beste eigentlich. Und die ist halt jetzt hinter mir hier. Hier die. Oder? Okay, immer schön weiter weglaufen. Ich hab den uns verloren. Wir müssten halt jetzt die andere finden. Da ist sie. Oh Gott, Mädchen. Ich brauche nicht viel, nur ein bisschen. Oh nein, ich hing jetzt schon. Oh Gott. Man sollte beim Heilen natürlich auch aufpassen, dass man jetzt hier... Das Ding ist immer, wenn man so einen Generator, wenn man diesen Skill-Check eben verpasst, oder jetzt sowas halt eben, wenn man die ganzen Skill-Checks verpasst, der Killer wird halt darauf aufmerksam. Ich mache jetzt eine Überlebenden-Runde und dann werde ich auch noch eine Runde als Killer spielen. Erstmal. Damit ihr das auch mal gesehen habt. So. Da ist ein Generator. Komm, Mädchen, wir müssen dir das machen hier. Wir wollen ja hier noch halbwegs überleben. Ich krieg gleich mal einen Skillcheck, aber hilft nichts. Da müssen wir durch. So, nehmen wir mal die jetzt eben verhauen, dann kriegt der Killer ein Signal. Das wird dem angezeigt und das ist nicht so geil. Deswegen müssen wir hier ganz brav alles machen, nicht auffallen. Und dann können wir auch eigentlich... Du hast uns nicht gesehen, oder? Hat sie echt nicht. Willst du mich verarschen? Oh, doch, hat sie. Okay. Ich hoffe, sie macht weiterhin den Generator. Scheiße. Ich hoffe, sie kann entkommen. Dann wir sind wahrscheinlich tot. Wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen vom... Keller hier entfernen, sage ich einfach mal. Das ist echt ein bisschen gefährlich. Oh! Okay, das war's. Ich weiß ja nicht, was sie so macht. Ist im Keller. Toll. Ah, sie ist im Keller. Ah, ist gar nicht so schlecht. Aber sie hebt mich gerade nicht auf, die Alte hier. Die blöde Olle. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ich recover mich mal. Man kann sich leider nicht wieder selbst heilen, wenn man mal liegt. Das ist ein bisschen blöd. Man ist also darauf angewiesen, auf die anderen dann. Deswegen sage ich, man muss hier in dem Spiel halt echt nachdenken und ein bisschen teamworken. Ich versuche mal ein bisschen von Haken und sonstigen wegzukrabbeln. Da die Nurse ja gerade anscheinend meine Mitstreiterin hier sucht. Mal gucken hier. Ich bin jetzt gerade hier noch ein bisschen erklärbar. Es wird sich dann im Laufe der Zeit wieder ändern. Wahrscheinlich. Hallo. Die sucht echt, die sucht echt. Das ist lustig. Mal gucken. Ich bin gar nicht hier. Machen wir mal weiter hier.
Schön weit weg von den Haken. Ja, was willst du denn jetzt von mir? Da in der Luft rumschlagen hilft auch nicht. Sie ist halt jetzt gerade in dem Moment naiv. Sie sollte jetzt einfach die Zeit nutzen und Generatoren machen. Die Alte betrachtet es als sinnvoll, hier mich zu bekämpfen. Und ich finde, am Boden liegende zu bekämpfen, ist fast noch eine Spur arschiger, als die am Haken hängen. Ich weiß nicht, das ist so... Ich meine, es sind ja genug Haken hier, was will sie denn? So, und sie kommt halt somit auch nicht weiter da unten. Was machst du denn? Problem ist, man weiß nach einer Zeit einfach auch, welche Perks es gibt, welche Perks welcher Killer hat, welche Taktiken manche Killer am liebsten verwenden. Wir sollten hier abhauen. Und dann kennt man sich da eigentlich recht gut aus. Wo ist sie jetzt hin? Ach, da. Also gut. Einmal geheilt werden. Das Problem ist, die Alte hat wahrscheinlich einen Perk. Ah, hat sie doch nicht vielleicht. Okay. Wir müssen sie jetzt halt eigentlich echt mal ranhalten und einen Generator machen. Das ist das Problem. Wir kommen so auch nicht weiter. Da hinten habe ich gerade ihr Licht gesehen. Man muss in dem Spiel leider auch was wagen. Man muss zwar voran und so, aber man muss auch mal was wagen. Das ist alles nicht so einfach. So, jetzt mache ich eigentlich, wenn sie mitmacht. Hier den Generator auf 99%, dann muss man den nur noch anstupsen in der Regel. So, da hinten ist sie. Ich hoffe, sie hat mich jetzt nicht schon wieder gesehen. Ich meine, ich spiele halt ein bisschen risky manchmal. Aber man kommt hier auch nicht so wirklich weiter, wenn man das nicht tut. Muss ich jetzt mal gesagt haben. Sie sucht hier schon die Umgebung jetzt natürlich gründlich ab. Mal gucken. Wir müssen halt jetzt noch einen anderen Generator machen. Mal gucken, was es da in diese Richtung noch gibt. Einer hat disconnected, einer ist tot. Na, mal gucken. Gibt es hier einen Generatoren? Habt ihr uns jetzt nur nicht gesehen? Bitte lass sie so blind gewesen sein. Okay, sie durchsucht Schränke. Man kann sie ja auch in Schränken verstecken. Sie klappert halt jetzt Generatoren ab. Wir sollten uns beeilen, den hier jetzt zu machen. Was macht unsere Mitstreiterin eigentlich? Ich bin immer so ein bisschen, wenn ich nie mitkriege, dass Mitspieler irgendwas machen. Da werde ich auch immer ein bisschen garstig dann. Wenn man im Spiel halt leider echt zusammenarbeiten muss, sonst kriegt man nichts hin.
So. Jetzt werde ich den hier auch auf 99 machen, wenn es nach Plan läuft. Und dann den anderen fertig machen, dann wieder zurückkommen, den fertig machen, weil da hinten ist gleich das Ausgangstor. Das muss man dann nämlich auch noch öffnen. Wenn alle Generatoren mit Strom versorgt sind, kann man die Ausgangstore öffnen. Und ja, mal gucken. Jetzt sollten wir uns natürlich nicht länger hier aufhalten. Jetzt wird sie natürlich herkommen. Das war jetzt natürlich blöd. Der ist leider blöd gelaufen. Aber gut, den kann man doch noch schnell fertig machen da vorne. Das ist jetzt kein Problem. Man muss ja einmal nur den da vorne kurz anstupsen. Ich glaube, sie verfolgt gerade die andere. Kann das sein? Weil die andere jetzt auch nichts mehr gemacht hat. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen irritiert. Mal gucken. So, ich hoffe, sie hat kein No One Escapes Dead. Dead. So, sie ist in dieser Richtung. Mal kurz mal ein bisschen aufpassen. Weil der Generator da vorne, der braucht halt jetzt auch nicht mehr viel, ne? So, mal gucken. Ich glaube, sie verfolgt gerade die andere wirklich. Oh, ich bleib an der Wand hängen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich hoffe, sie hat kein Note. Ich hoffe es wirklich, weil das haben die meisten Nurses. Und so, machen wir hier den Ausgang auf. Hoffentlich geht's schnell. Oh Gott, so. Jetzt hoffe ich, die andere macht irgendwas. Sonst haben wir echt ein Problem. Ich renne mal, weil ich die Hoffnung habe, dass sie da in der Nähe war, zum anderen Ausgang. Natürlich nicht. Was macht denn die an? Sie hat Note, natürlich. Okay, Mädchen. Geh einfach, hau ab. Es war eigentlich klar. Okay, ich hoffe jetzt, dass die andere jetzt hier irgendwie entkommen kann. Wir suchen mal die Luke. Es gibt nämlich noch so einen Joker. Für entweder den letzten Überlebenden oder halt für solche Scheißsituationen manchmal. Man muss dazu zwei Generatoren gemacht haben mindestens, damit sich eine Bodenluke öffnet. Na toll. Ich schau halt hier am Haken, ne? Ich hoffe wenigstens, sie kann entkommen, auch wenn sie jetzt gerade nichts mehr gemacht hat. So wirklich, aber hallo. Ach, du willst mich nicht. Schön. Mädchen, du solltest jetzt nicht zu mir kommen. Du solltest lieber Ausgangstore öffnen oder dergleichen. Das ist dir schon klar. Das ist halt jetzt leider Taktik blödo. Aber gleich ist Noah dann wieder weg. Das dauert 2 Minuten. Weil ich noch irgendwelche Zusatzperks hat. Und dann ist Schluss. So, jetzt gehe ich mal so weit wie möglich zum Ausgang. Ich bin halt gleich tot. Das ist mein Problem. Sie muss jetzt echt gucken, dass sie wegkommt. Das ist jetzt gerade den Fehler, den sie macht. Man muss in dem Moment einfach, man muss einschätzen können wirklich, wann lasse ich Leute zurück und wann nicht. Sie wird es jetzt nämlich nicht mehr schaffen, mich zu töten, weil ich gleich verblutet bin. Wenn man da unten die links die Anzeige sieht, ich bin gleich verblutet. Ich hoffe, sie entkommt noch, sonst war jetzt gerade die ganze Arbeit umsonst. Ich recover trotzdem nochmal, aber wir sind gleich tot. Ich hoffe wirklich, dass sie jetzt noch entkommen kann, damit wenigstens einer weg ist. Das mit dem Note habe ich jetzt leider... Ach, danke schön. Danke schön, dass du mich erst noch hättest ausbluten lassen. Ich bin ja eigentlich schon tot, ne?
So, Dala. Jetzt kann ich wenigstens noch ein bisschen strugglen. Ganz arschig ist der Killer ja nicht. Okay, vielleicht hat sie erst noch eine Chance. No, müsste jetzt ausgerenkt, na, wie heißt, aber sie bekennt mich halt jetzt auch wieder. Mädchen, geh einfach. Ich könnte jetzt aufhören zu strugglen, damit sie es merkt, damit sie sieht, dass, kommen hier. Sie verschwendet halt gerade echt ihre Zeit. Geh zum Ausgang. Das macht sie jetzt leider erst viel zu spät, diesen Fehler. Sie hat jetzt gerade einen Riesenfehler gemacht. Sie hätte es viel früher machen müssen. Die ganze Zeit hätte sie jetzt eigentlich nutzen können und einfach zu gehen. Das ist. Ich bin in dem Moment nicht böse, wenn ich wirklich sehe, es geht nicht anders. Nach einer gewissen Spielzeit kann man das mal einschätzen, wann so ein Teamkollege arschig ist und wann nicht. Und wenn sie jetzt gegangen wäre, dann wäre das einfach nur in Ordnung gewesen. Ich hoffe, sie entkommt jetzt echt noch. Hm. Also sonst wäre jetzt meine schöne Arbeit hier, den ganzen Generator und das ganze Scheiß hier, ganz umsonst gewesen. Okay, die ist auf dem Hügel. Die Zeit hätte sie echt nutzen müssen. Das ist jetzt leider, also wenn sie jetzt stirbt, dann bin ich sehr ärgerlich. Das ist, ja, das ist nicht ganz so lustig. So, mit der Demonstration, so kann ein Spiel abläufen. Idealerweise entkommt man natürlich durchs Tor. Idealerweise sterben die Leute nicht alle zu Beginn gleich und disconnecten und so. Kann natürlich sein, dass er einen Disconnect hatte, aber er ist ja genau in dem Moment disconnected, in dem er gehittet wurde. Finde ich immer so ein bisschen arschig den Teammates gegenüber. So kann es jetzt als Survivor ablaufen. War jetzt nicht ganz schlecht. Hätte natürlich besser sein können. Aber, naja. Ich habe ihr wenigstens einen Weg geebnet. Und sie entkommt noch und dann bin ich ganz glücklich, wenn sie jetzt noch wegkommt. Dann ist da jetzt nichts Schlimmes passiert, wo ich sage, ja, für einen Rang 4 war es aber ganz schön, holla du. Für einen Rang 4 hätte ich eigentlich mehr erwartet. Von einem Rang 4. Aber gut, was beschwere ich mich denn? Russen, okay. Ich kann leider kein Russisch. Tue ich mir schwer mit. Okay. Killer ist auch weg. Was war es jetzt? Naja, hier haben wir hier eben diese beliebten Perks. Wie No One Escapes Death. Das ist eben, dass man dann, wenn die Ausgangstore mit Energie eben versorgt sind, dass der Killer dann in den, es gibt einen, diesen One-Hit-Status eben und einmal halt eben das ganz normale. Der Killer schlägt dich und du bist einmal angeschlagen, dann schlägt dich nochmal und du liegst am Boden. Und es gibt halt auch den Status, dass du eben eine bestimmte Perk oder eine bestimmte Fähigkeit hast, wo du eben halt dann mit einem Schlag einen Full-Deal-Survivor eben niederschlagen kannst. Mir fallen gerade echt die deutschen Worte nicht ein, Spiele zu spielen, nämlich immer auf Englisch, weil ich auch meistens mit englischen Leuten spiele. Ja, gut, das war jetzt eben mal so eine, ja, ich sag mal so eine Survivor-Runde. Einfach mal kurz zum Reinkommen so ein bisschen. Hat natürlich wieder ein bisschen länger gedauert. Ich werde jetzt noch dann in der separaten Folge ein Killerrundchen aufnehmen. Dann kann man das ja bestimmt immer mal so zwischendrin machen, wenn es wen interessiert. Mein Gott, wenn wer mitspielen will, immer gerne her damit. Bis dahin verabschiede ich mich für diese Folge, nehme jetzt noch ein Killerrundchen auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Dead by Daylight wieder. Danke fürs Zusehen und bis dahin.